Hallo und herzlich willkommen zurück zur Skurrschliga von Path of Exile. Ja, dem Let's Play dazu. Wir sind schon in den ersten zwei Parts sehr weit gekommen. Und ich möchte natürlich jetzt auch gerne schnell weitermachen. Deshalb gehen wir direkt los. Wir sind im Schiffsfriedhof angekommen. Und müssen dort, ja, mal ein bisschen aufräumen. Ich habe da noch ein Problem, dass alles zurückgesetzt wurde. So, jetzt. Schon besser. Damit ich sehe, wie lange der Part schon ist, habe ich einen Timer eingestellt. So. Also, wir waren beim. Ja, wir waren nicht beim Fairgraves, aber ich habe dort ein Bild gemacht, genau. So, der ist da unten. Gehen wir mal hin. So. Captain Fairgraves. Frankly, I would have been surprised if you hadn't recognized. Ja, Stuck scheinbar fast ist with er you. untot. Sieht. Nee, man sieht es nicht, aber später sieht man es. Dass er untot ist und er sucht eine Lampe. Ich weiß nicht, wie die Schiffslampen heißen genau. Einfach eine Laterne. Eine Seelaterne wahrscheinlich. Jo. Ziemlich gut, das ist noch ein bisschen, ja, wenig Schaden, aber wir haben ja gesagt, wir machen jetzt eher schon mal auf Schaden. Und dann wird es schnell weiter besser. Genau, wir brauchen noch ein Warcry. Könnten wir eigentlich direkt holen, weil den müssen wir kaufen. Den holen wir mal kurz. Sonst machen wir da immer nicht so viel Schaden. Weil Warcries sind jetzt schon erhältlich. Oh, cooles Kindending. Hello. Ja, Aura, beziehungsweise so etwas. Einfach Cry. Ist jetzt nicht so. Widerstandsschrei. Einschüchternder Schrei. Ich weiß nicht, ob das der ist, den wir brauchen. Ich glaube, einen Schrei brauchen wir sicher. Aber Widerstandskrei eigentlich auch. Ja, Widerstandsladungen. Das Problem ist ja, wir haben einfach zu wenig rote Sockel. Blut und Sand. Kriegsbanner ist mit. Ja, erhöhtem Schaden. Dann haben wir den Schrei, also das Banner nicht. Ja, wir haben den anderen Banner nicht. Wir nutzen Well. den Banner. Und tun wir mal heftige Schlag raus. Und zum Beispiel Stahlhaut. Wir sind jetzt auch noch nicht Ding. Still alive, are we? Da haben wir einen, da haben wir Stay einen sharp mit out there. Rot. Nutzen wir gleich mal. Ja, heftiger Schlag. Komm, brauchen wir nicht mehr. Yes? Farewell. So. Also dann geht's los. Wir brauchen ja eine Höhle müssen eine Höhle finden. Und natürlich den Ausgang. Das möchte ich nicht. Dass die immer so schlecht umgestaltet werden. Immer auf einem anderen Slot sind und so weiter. Das mag ich überhaupt nicht. Ich will die Slots, die ich auch unten habe, will ich da einfach Calm so is haben. gone. Und nicht einfach irgendwie, ja, linke Maustaste finden. Ah ja, muss, nein, ist richtig. Dachte, ich muss die Waffe noch essen. So, jo. Den Banner muss ich dann einfach einsetzen, wenn starke Gegner da sind, aber die sind jetzt nicht stark. Es nervt halt immer wieder, da auch die Banner wieder einzusammeln. Das, ja, es geht nicht lange, aber es ist einfach nervig mit dem Kampf, dann die Banner wieder einzusammeln oder am Ende des Kampfes. Wir gehen jetzt direkt hier hoch und nehmen einfach einen Damage-Note und nicht gerade so einen Schild-Note. Beziehungsweise nehmen noch kurze Schild-Note mit. Können wir auch. Oder wir gehen jetzt einfach kurz auf Lebens und einen Schild oder so. Genau, also hier haben wir die Höhle.
Und ja, wir gehen ja dann auch noch in die andere, den Durchgang. Das Beste ist eigentlich diese Stun-Immunität, beziehungsweise ja, gibt es ja nicht mehr, glaube ich, so richtig. Einfach, dass wir mehr Leben haben, mehr Ausdauer haben, also Ausdauer, Armor haben zum Beispiel. Sind wir einfach ein bisschen besser geschützt, wenn wir mal getroffen werden. Ich glaube, hier oben geht's doch. Ja. Gut. Okay. Die Zombies werden eigentlich erst spät, also waren erst später verfügbar in den Maps und jetzt sind sie schon hier. Ja, sind ein bisschen nervig, weil man halt schon stark verlangsamt wird durch das Teer. Ah ja. Ab jetzt hier runter vielleicht? Noch nicht. Da doch. Hier ist der richtige Weg. So. Wieder rechts. Oder ist es hier links drüben? Gerade ist ein bisschen falsch. Kupferschwert könnten wir eigentlich gebrauchen, wenn es gut rollt. Ja. Ziemlich viel besser. Warte, 7. Ja. Schon besser. Lohnt sich natürlich schon sehr. Ja, man kann ja später die Flasks automatisch machen. Wenn zum Beispiel viel läuft oder so. Wird sich das automatisch aktivieren. Okay. Wahrscheinlich schon richtige. Ja, sie verändern die Gebiete da auch immer wieder. Ja. So, jetzt habe ich den Banner auch hingestellt. Der ist hier unter dem Totem. Und jetzt nehme ich ihn wieder auf. Solange hier so ein Kreis ringsum ist, ist er wieder aufgemacht, also aufgenommen. Oh, ich habe. Nicht dein Ernst, ich habe das vergessen. Ne. Das müssen wir leider nochmal laufen. Kurzen Moment. Bin gleich wieder da. Können ja immer die Flasks einsetzen, bis sie aufgebraucht sind. Ja, ist eine schwere Höhle, da muss man ganz außen herum. Jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich das nicht eingesammelt. Weil ich einfach andere Sachen suchte, zum Beispiel hier oben. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Alle Flamme ist es, okay. Ja, die Allesflamme. Wahrscheinlich von Olympia. Gut. Dann suchen wir. Ja, hier ist die Höhle schon. Ein paar Sachen sind noch nicht so richtig eingestellt, also in welchem Slot sie sind, aber da komme ich eigentlich gut hin. Was wir brauchen, ist ein Basaltflask und noch ein Flask. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Können ja gleich mal kurz schauen. Ja, ihr seht es halt nicht. Aber ich schau mal kurz, was ich noch für einen Flask nehmen muss. Silberflask, genau wegen Onslaught. Ja, Quicksilberflask brauchen wir auch noch. Also nur ein Heiltrank und ein Mana-Trank. Naja. So, Erdspalte ist gut. Geladener Schlag wird vielleicht ein bisschen unterstützen. Aber ja, das ist halt nicht so stark, wenn wir keinen Blitzschaden skillen. Das ist das einzige Nützliche. Und hier unten gibt es noch andere. Spektralhelix ist zum Beispiel sehr gut. Ich nutze den mal. Ich habe einfach mal Lust, den ein bisschen anzuschauen, weil
ist eigentlich der Hammer aus, gesegnete Hammer aus Diablo 2. Ja. So. Da haben wir nochmals Silbermünzen. Ja. Okay. Verschlingen. Wird halt schwer sein, wenn so viele Rare kommen. Naja, wir müssen nämlich hier jetzt wieder zurück und natürlich Fairgraves nochmals einen Besuch abstatten. Also scheinbar ist der Bild doch echt so aufgebaut, dass wir sehr viel Attack Speed bekommen durch uns Load und ich kann es jetzt gar nicht sagen, weil es jetzt auch nicht gerade so erklärbar ist. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie haben wir viel Attack Speed dann durch irgendwas. Rage natürlich ist eines. Und das andere ist einfach diesen Totem. Ja, und dann noch viel Impel. Impel Dimpel. We remember you, Fairgraves. Your death will be much celebrated. Er ist noch nicht tot. Ja, ist ein bisschen ein Spoiler. Aber natürlich ist lebt ein Geist nicht sofort. So. Und ja, ein Geist ist schon tot. Deshalb kann er nicht endgültig sterben. Keine Ahnung wieso. Ah, mir fehlen. Goodbye. Ich muss da ein paar Sachen ändern. Es geht zum Beispiel nicht so gut. Ah. Nein, so etwas brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ja, ich brauche keine blauen. So, jetzt. Okay. Aber die Rüstung, die lasse ich noch, weil ich mal etwas umskinnen, also einen neuen Charakter machen muss oder so. Und ja, zum Beispiel ein Lebensflask, sehr wichtig. Gut, sonst haben wir da nicht so viele Sachen. Hallo. Naja. Take care. Genau, dieses Schwert, können wir das noch ein bisschen sockeln? Ja. Lassen wir einfach mal so. Machen rot. Lavaschlag. Sprunghieb. So. Also was wir brauchen, ist einfach ein Attack Speed, so viel Schaden, Resistenzen. Also was am wichtigsten ist, ist eigentlich Attack Speed auf der Waffe. Später gibt es eine Kralle, die aussieht wie ein Schild und die Ding macht. Ich schau mal kurz, was wir da wählen. Text Damage. 2 erhöhte Angriffsschaden, das zweitunterste. Brauchen wir. Okay, machen wir. So, Mehrwell wird wahrscheinlich nicht ganz so schwer sein. Ich weiß nicht. Schaffen wir das noch in 11 Minuten? Wir müssen noch ein bisschen sporten. Ja. Also Spektralhelix mal anschauen. Ja, genau. Oh, ist sehr stark. Jetzt nicht gedacht. Oh, endlich mal wieder ein gesegneter Hammer-Skill. Lange gedauert, seit ungefähr Last Epoch habe ich das jetzt eigentlich nicht mehr so gewählt. Und das war letztes Jahr im Mai. Ja, habe ich den Skill eigentlich nicht mehr ausprobiert. Ich mag nämlich gesegneter Hammer. Also, er ist mir für mich zu leicht. Ich nutze ihn nicht in Diablo 2 so gerne, weil er mir zu leicht ist. Aber, ja. Wie man es nimmt.
Ich könnte das sogar mit Onslaught wechseln. Der ist richtig stark. So gibt's nicht so gute Beats von dem. Das ist das Problem, dass man Gegner nicht so immer treffen kann. Ist ja mega stark. Nicht über die Treppe, nein. Ist ja mal geil. Also mit Schwerter ist ja mega geil. Sieht mega gut aus mit dem Schwert. Ja, mit Hammer, das müssen wir dann noch ausprobieren. Wenn wir einen Hammer finden. Aber Hammer, ja, sind einfach diese normalen Hammer für die Map-Schüssel da. Ja. Okay, sehr gut gefunden. Weiter geht's. Marvel wird wahrscheinlich so relativ einfach gehen mit diesem Skill. Also wir nutzen jetzt, können das nicht. Wir haben nicht rot und grün. Schade, können wir nicht nutzen. Wir können hier aber Ding und Barmherzigkeit reintun. Und ja, sonst haben wir nichts. Schade. Wir haben keinen Support-Game, der rot ist noch. Mega stark. Deswegen dem 100% auf Damage. Ding. Skalierung. Also wenn ihr hier unten seht, also Angriffsschaden oben, 160 des Basiswerts, ist natürlich schon sehr stark. Ja, lohnt sich. Wenn wir richtig ausstehen, also dass wir da unter dem Gegner sind, dann wird eigentlich immer gut getroffen, der Gegner. Ja. Hier muss ich eher mit dem anderen Angriff angreifen. Shield Rush. Okay, aber Mana-Probleme. Ja, ich kann halt Cleric nicht verwenden. Oh, Sackgasse. Es dauert leider, bis man ihn castet. Das ist das größte Problem. Aber saustarker. My Mana is gone. Ja, dein Mana ist gone, ja. Aufgebraucht. So, hallo Marvel, ich brauche deine Unterstützung. Bitte nicht so unfair casten. Nein, sie tut's unfair casten. Ah ja, wo ist der Ding? Der Totem. Habe ich den rausgenommen? Totem fehlt. Das drüben wahrscheinlich. Mal wechseln. Da drüben? Nein. Habe ich den verkauft oder wo ist der Tod? Na egal. Sind genug stark. Irgendwo ist der Tod im Hin. Wahrscheinlich haben wir ihn in der Waffe gehabt und nicht gewechselt. Ja, kann sein. Aus, ja, zeitlichen Gründen. Ablenkung oder so auch. Ich mach ruhig ein bisschen Schaden. Ja, da muss ich wahrscheinlich so an. Sie wird nicht so gut getroffen, das ist das größte Problem. Ja, jetzt wird sie eigentlich gut getroffen. Immer schön langsam rein. Langsam ist sie tot. Oh, wir müssen aber raus, sind zu viele. Mach mal vorwärts. Und tot ist sie, yay.
Krass. Also unbedingt leben. Unbedingt da hoch zu den Einhandwaffen. Das brauchen wir halt am Anfang. Deich? Greifen ja mit dem Schild zum später an. Wir brauchen diese Einhandwaffen-Sachen gar nicht. Wir greifen ja mit dem Schild an. Uff, ist das kompliziert. Also jetzt nutzen wir noch diesen Angriff. Ja, gegen ganz zähe Gegner ist natürlich nichts Gutes. Gegen viele Gegner, wie wir jetzt auch erreichen, dann mit dem Kuss, Scooch. Geht's natürlich besser. Rossiver Schleifstand, sehr gut. Okay, geht relativ gut. Okay. Bitte, nein. Oh, das sieht aber gut aus. Ist cool, dass es so viele neue Gegenstände hat, aber ja, wir brauchen nicht mehr Gegenstände, wir brauchen bessere Gegenstände. Also ja, ist das für Neulinge, die nicht große Inventarlagerkiste haben, natürlich blöd, dass es noch mehr Sachen gibt. Die Entwickler machen das extra, damit die Leute natürlich auch Lagertruhenplätze kaufen. Ich werde sicher dann noch ein paar kaufen von den Großen. Die sind sehr nützlich zum Müll reintun. Also mindestens einen für Leveling-Sachen nehme ich noch. Sonst weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich noch brauchen könnte. Unix zum Abgeben, umtauschen oder so. Ja. Zum Beispiel. So. Kommen noch ein paar Affen. Ja, und dann sind wir in Akt 2. Ja, haben sogar noch 3 Minuten Zeit. Können noch ein bisschen nach rechts gehen. Ich mache nochmal Doppelpart. Schaue, dass ich auch beide an einem Tag hochladen kann. Mit dem letzten Part, also nicht dieser, sondern der zweite Part, den habe ich noch da. Der ist gar noch nicht hochgeladen, als ich jetzt aufnehme. Jetzt ist, glaube ich, Donnerstagabend um 23:36 Uhr, hier unten steht's. Und ja, den anderen Part habe ich heute Morgen gemacht, oder gestern Abend noch gemacht. Und weil ich den ersten Part zuerst hochladen musste, habe ich jetzt natürlich den zweiten Part noch unten. So. Hat er wieder hochgeladen. Morgen früh. So, haben wir. Nee. Haben wir in der Truhe irgendwas Neues? Könnte irgendwas gebrauchen, was mit Leveling zu tun hat? Brühen des Löwen? Etwas, was ich nicht brauche, scheinbar. Die Prinzessin können wir mal verwenden. Ja, Geister machen zwar auch viel Schaden. Kannst du mal versuchen, damit wir einfach ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ja, machen wir doch mal ein bisschen besser. So. Ja. Rot, alles rot. Also Lavaschlag mit Sprunghieb. Und jetzt muss ich das nochmal finden. Geladener Schlag. Wo ist mein Totem? Habe ich den verkauft? Kann das sein? Ich glaube, den habe ich verkauft oder so. Es gibt keinen Toten mehr.
könnte ich doch gebrauchen. Muss ich einen neuen kaufen? Gehen wir Akt 1, suchen den Ding. Beschützer. Weiß ich, Arkane Beschützer oder so. Wie heißt der? Das ist Zauberecho, Erdbrecher. Sendes Band, da oben irgendwo. Aasfässer da. Ahnenbeschützer, okay. Ich Arkane-Beschützer, Ahnenbeschützer. So, machen wir lieber Unbarmherzigkeit hier rein. Und, machen vielleicht hier nochmal eine andere Farbe hin. Zwei Grün, ein Rot, ja. Ansturm, sehr wichtig. Und zermalmender Schild einfach weiterleben. Ahnenbeschützer, Unbarmherzigkeit, Laberschlag, mach ich mal hier rein. So. Gut, danke schön, liebe Gehede, dass ihr so weit seid, schon so viele Items gesammelt habt. Hilft mir natürlich und euch vielleicht dann später auch noch weiter. Oder den Neulingen. So, also, dann geht's im nächsten Part hier weiter. Tschüss.